yeah, Elektroschrott. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oder wie wir in der YouTube-Szene sagen, na, ihr Pfeifen, geht's gut? Es ist die 75. Folge des Elektroschrotts. Und ich habe in der letzten Zeit insgesamt über 500 Abonnenten zusammengetragen. Ich habe keine Ahnung, was ihr alle hier bei mir wollt, aber ich freue mich enorm darüber, dass ihr hier seid, dass ihr gelegentlich auch mal auf die Werbelinks klickt, bei Amazon einkauft, mich reich macht und mir das Gefühl gebt, so einen Penis zu haben. Das ist ein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl ist es dahingegen, kein Projekt zu haben. Das war ein Problem, das mich über die letzten Tage wirklich beschäftigt hat. Ich war kurz davor, ja, das muss man mal rantun, ich war kurz davor, mir wirklich Wissen anzulesen und dann mal eine Erklärbär-Folge über Op-Amps zu machen. Verdammt, das kann ich nicht machen, denn genau wie der Herr Sonneborn, ich will Inhalte überwinden. Es kann nicht angehen, dass ich weiß, wovon ich rede. Insofern war es sehr gut für mich, als mein Freund Philipp, der euch möglicherweise als Philipp S. aus P. bekannt ist, aus den Mailbacke-Paketen, mir eine Aufgabe gestellt hat, die ein neues Projekt hergibt. Ein neues Projekt, mit dem ich nicht nur meine Liebe zur Technik, sondern auch meine Liebe zum Tier demonstrieren kann, und zwar die Liebe zu diesem und zu diesem Tier. Diese Tierchen sind bei Philipp daheim und damit die sich so richtig wohlfühlen, brauchen sie das und das, sprich Heizung und Pumpe. Ohne das kacke, weil kalt und nicht feucht genug. Nicht feucht genug. Nicht feucht genug ist ein Stichwort, das im Lauf der letzten Elektroschrott-Folgen auch durchaus zu kurz gekommen ist. Und deswegen werde ich nun hier auch wieder wie häufiger vor der Kamera den Bierkonsum frönen. Allerdings, weil es ja erst früher Nachmittag ist, dieses von meiner Frau empfohlene Rappen alkoholfrei. Ich garantiere, diese Brauerei bezahlt mich nicht dafür. Die beste Ehefrau von allen hat dieses alkoholfreie Bier als besonders frisch, schmackhaft und gesundheitlich vorteilhaft beschrieben. Und das muss ich jetzt mal verifizieren. Kennt ihr diese Vorurteile gegen alkoholfreies Bier, dass es scheiße schmeckt und so? Nun, ich fürchte, dieses hier ist da nicht anders, als man annehmen würde, sondern reiht sich eher ein in eine große Reihe von Getränken, zu denen der Experte sagt, naja, dadurch treibt's nein. Ich glaube, ich bleibe bei den Jungs doch lieber beim Schlagbier. Da muss ich auch mit ein bisschen Glück nicht so viel sauber machen. Ja, fix, Halleluja. Zum Glück habe ich immer genug von denen hier. Mir wird gelegentlich vorgeworfen, das hätte was mit meiner Pornhub-Vorliebe zu tun, in Wirklichkeit aber eher mit dem Isopropylalkohol. Nun gut, ich fürchte, wir weichen hier ganz massiv vom Thema ab. Das Thema ist Elektroschrott und das Thema ist das neue Projekt beim Elektroschrott. Macht dampfig im Bauch. Das neue Projekt beim Elektroschrott ist das hier. Das hier wird der Schlangomat. Was ist ein Schlangomat, fragt ihr? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Wie ich ja gerade sagte, brauchen die Tierchen von Philipp in ihrem Terrarium eine gewisse Umgebung, damit die so richtig happy sind. Und der Philipp, der hat die Schnauze voll von Geräten, die in beschissens schlechter Weise nachregeln und dafür sorgen, dass seine Tierchen schwitzen, Reptilien schwitzen, nicht egal, dass seine Tierchen unzufrieden sind. Und deswegen wollte der Philipp, dass ich ihm mal was baue. Das erste, was ich dafür habe, sind diese vier handelsüblichen Billigsteckdosen aus dem Baumarkt. Ich packe mal eine aus. So sehen die aus. Und diese vier handelsüblichen Billigsteckdosen werden hier, hier, hier und hier, also natürlich so rum, in den Deckel vom Schlangomat reingebaut. Dann kommt irgendwo an der Seite
eines von diesen Dingern hier drin. Eines von diesen Dingern ist, ich packe auch das aus. Das ist hier so ein bisschen wie Mehlbacke, nur ohne Mehl. Da kommt dann so ein Kaltgerätekabel rein und eine Sicherung, 10 Ampere, weil wir wollen ja schließlich, will er den Philipp noch seine Viecher irgendwie allzu sehr hier gefährden oder so. Da drin befindet sich dann auch noch dieses Netzteil. Das habe ich aus dem DVD-Player geräubert. Die treuen Fans unter euch kennen die Folge, irgendwas mit willst, mit SMD du löten, musst du einen Player töten. Da habe ich den Player getötet. Und dieses Netzteil da versorgt das hier. Ist natürlich nicht das, was ich haben will. Da kommt eine eigene Platine mit SMD-Bauteilen und so ein Scheiß. Das hier ist ein Atmega 32U4 Mikrocontroller, der als Besonderheit sowohl eine serielle Schnittstelle als auch USB hat. Und was ich damit machen werde, ist, über USB kann man es konfigurieren und an die serielle Schnittstelle hänge ich so ein ESP8266-Modul, sprich WLAN, damit das Teil hier gewisse Informationen über WLAN melden kann. Und zwar, Sekunde, Kinders. Genau, wieder schlecht vorbereitet hier. Informationen, die es von einem dieser Sensoren hier empfängt. Das ist DHT22, kombinierter Feuchtigkeits- und Wärmesensor. Diese Informationen sorgen dann dafür, dass eins von diesen Relais hier pro Steckdose geschaltet werden kann. Und ja, das ist eigentlich schon, was ich hier machen will. Das heißt, ja, ich habe hier noch keine Vargo-Klemmen. Ich wollte immer schon Vargo-Klemmen haben. Geil, jetzt habe ich endlich mal einen Grund, welche zu kaufen. Ich habe Schrauben, Sicherungen, Klinkenstecker. Klinkenstecker, Buchsen genau genommen. Die Klinkenbuchsen werde ich übrigens verwenden, um die Sensoren anzuschließen. Großer Vorteil, man hat ein stinknormales Kabel, das ist verpolungssicher und wenn Philipp mal ein längeres Kabel braucht, kann er eine Audioverlängerung verwenden, kostet nichts. Abstandhalter und sowas, ich habe da ziemlich den Böckling geplündert. Was noch fehlt, hier wurde gleich noch so eine Spraydose mit Flammschutz mitgekauft. Das heißt, ich werde diese Holzkiste hier auch vernünftig mit Flammschutz behandeln, damit der ganze Kram da nicht einfach abfackelt, wenn irgendwas drin ist. Denn, aufmerksame Zuhörer werden es bereits gedacht haben, das hier wird mein erstes Netzspannungsprojekt. 230 Volt rein, 230 Volt raus, zwischendrin ein Mikrocontroller und da muss ich gut aufpassen. Dank des Mikrocontroller.net Forums, wo ich mich gut eingelesen habe, weiß ich aber, was ich zu beachten habe, denke ich. Und höchstwahrscheinlich überlebe ich den ganzen Mist auch. Ja. Und wenn nicht, dann kann es Paul fertig bauen. Jedenfalls habe ich diesen ganzen Kram jetzt schon da. Es fehlt noch ein bisschen Kleinkram und es fehlt noch ein bisschen Zeit. Ich werde aber über die nächste Zeit diverse Videos drehen, denke ich mal, in denen ich die verschiedenen Fertigstellungsschritte hier mache. Da ist ja mal auch wieder für alle was dabei. Ne? Da ist Holzbearbeitung und Platinenätzen und ein bisschen Elektronik. Software werde ich eine ganze Menge schreiben müssen und ich habe mir schon gedacht, weil irgendeiner von den Lesern mal danach gefragt hat, ob ich nicht mal ein Eagle-Tutorial machen könnte, vielleicht lasse ich einfach mal so ein Screen-Aufnahme-Ding mitlaufen, wenn ich die Platine designe und erkläre ein bisschen was dazu, wie man das mit Eagle macht. Muss ich mal schauen, ob ich Bock habe oder nicht. Ja, jetzt wisst ihr, was das nächste Projekt wird. Und was euch jetzt bleibt, ist neugierig darauf zu warten, wie es weitergeht. Was für mich bleibt, ist das daraus zu trinken und die magischen Worte zu sagen. Tschüssing, Henners.